So, weiter geht's mit 360 Grad und der Rundreise hier in Pasito Blanco. Alles gut verstaut. Ja, was soll ich sagen, schaut euch einfach an und davon gibt es auch 360 Grad Video, dann seht ihr das Ganze noch ein bisschen genauer. Ganz andere Welt hier, sage ich mal, eine gesicherte Anlage. Hier wird gerade vermessen. So, nun habt ihr schon den größten Teil von Pasito Blanco kennengelernt. Wir fahren jetzt hier noch mal zurück bis zur Punta. Das ist übrigens die Calle Goleta, so heißt die Straße hier. Für denjenigen, der es nachsuchen möchte. Wenn man hier eine Wohnung sucht, ist schon etwas teurer, ganz klar. Das ist ja auch irgendwie normal, dass man hier mehr bezahlt, wie in San Agustin oder Playa de Ingles. Schön hier, ich muss immer wieder sagen, es ist doch was anderes. Ob ich jetzt hier wohnen möchte, das ist eine andere Frage.
bin noch da, ja. Keine Angst, ich bleibe. Ich hatte auch mal Freunde, die haben hier jahrelang gelebt. Und zwar irgendwo da vorne rechts war das. Ohne Zaun, genau, das war ohne Zaun. Also ohne hohen Zaun. So, jetzt kennt ihr jede Straße hier in Pasito Blanco, jetzt wisst ihr alles. Wir fahren jetzt nochmal zurück an die Punta und da gibt es dann einen kleinen Stopp. Ihr könnt euch das alles mit 360 ansehen. Mehrere Teile wird es darüber geben, ganz einfach wegen der hohen Kapazität dieser Filme. Immer wieder an unserem Ausgangspunkt am Beginn. Und ich glaube, ich habe auch einen Parkplatz gefunden.